So, willkommen zurück zu Payday 2. Ich hoffe mal, mir ist vorhin aufgefallen, dass ich ein paar Probleme hatte, immer dass es so ruckelt am Anfang. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist. Now let's get rich. Look. The main gate, direct route, but might be watched. Maybe there are other ways in. So. Ja, mir ist mal aufgefallen, kann sein, dass ich wirklich den Rechner mal neu aufsetzen muss. Hey, thanks. So. So, dann gehen wir mal hier rein. I can't hear you at all, but all is well. So, Kameras sind damit auch erledigt. Jetzt kommen die alle hoch hier. Ich geh mal wieder zurück. Alter! Drei Wachen hier oben. So. Kein Koks. Da ist dann ein bisschen Koks. Zack. In der Küche könnte theoretisch auch noch ein bisschen Geld sein. Hier ist nichts weiter. Nee. Hey. Lalalala, ihr habt mich nicht gesehen. So. Warte mal, klüger wäre es, wenn ich hier hinten rumgehe. Eine Brechstange liegt hier unten auch immer. So, den Hintergrund, die Hintergrundstory der Murkys kennen wir inzwischen auch schon. Nämlich, dass die Murkys offenbar entweder für den Dentisten arbeiten oder zumindest mit ihm zusammenarbeiten. So. No problems, except that last taco just ain't sitting right. That last taco wasn't sitting right. So als ob das Schiff da fährt. Jetzt machst du immer tröt. Ich glaube, das spielt immer einmal sein Horn ab. Wenn eine Tasche reinfällt. Habe ich jetzt nicht gehört. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell nach oben. Look. Ha, 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 ha.
Area 51. Shit! Na, wo gehst du jetzt hin? Talk, Walker 8, get down. Ground personnel, get ready for drop. Okay. Noch ein Artefakt, das heißt auf keinen Fall mehr wachen. Das ist schon mal gut. Puh, war knapp. Das heißt also, hier oben sind wir schon durch. Sehr gut. So, zwei Taschen haben wir schon mal wieder mehr. Plus die zwei da unten. Sind wir schon mal bei 5. Ah, ich guck mal, dass ich so viel Loot raushole, wie es geht. Ich meine, die haben diesen Heist haben sie ja enorm gepatcht. Bei dem Heist war es nämlich so, dass viele den einfach ECM gerusht haben, wenn sie zu viert waren. Und dann einfach alles geholt haben. Und das haben sie dann gefixt, dass du zum Beispiel, dass du... Ich glaube, für diesen Heist, wenn du hier mehr XP kriegen sollst, musst du mindestens 5 Minuten auf der Karte sein. Und das geht halt nicht, wenn das ECM rusht. Und ja, dadurch haben sie den Heist enorm... Ja, wie sage ich das am besten? Haben sie enorm runtergepatcht, dass eigentlich der kaum noch spielend lohnenswert ist. Ich meine, viel Geld bringt der immer noch, wenn du wirklich alles holst. So. So, haben wir auf jeden Fall schon mal 5 Taschen. So, hier ist niemand. Nein. So, hier ist auch nichts. Ups. So, haben wir auch eine Tasche Koks. Wie das klingt. Eine Tasche Koks dabei. Hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zu Nasche. So, zack. Dann gucken wir, ob hier im Keller vielleicht ist hier auch noch eine Tasche Koks. Hier ist nämlich auch manchmal eine drin. Hang on while I pick the lock. Ja, hang on, pick the lock. Alright. Da ist die Tasche Koks. So, Hälfte haben wir schon mal. Halfway through, sagt er jetzt? Oder sagt er überhaupt jetzt irgendwas? Ich glaube, der sagt gar nichts. Hey! Look! Oh, zwei Geldtaschen sogar. What the fuck are dinars? So. Dann schmeißen wir die schon mal runter. Perfekt. Da haben wir schon mal 8 Taschen voll. Gut, perfekt. So, nehmen wir die Tasche auch noch mit. Ist das alles gesichert? 2,6 Millionen haben wir schon gesichert. Gut. Ist das auch weg? Na, ich versuche erst den Heist sicher zu machen, dass wir gehen können jederzeit. Das heißt, dann gehen wir jetzt ins Lagerhaus. Räumen das eben leer.
vault. Da ist kein Geld. Hoppala. Zack, rein damit. Das Geld da, genau. Entweder ist das hier, das Geldbündel, oder da oben drauf. Da. Ah, es juckt am Auge. So, haben wir schon mal 10 Taschen. So, 11 Taschen, dann bringe ich die jetzt erstmal weg. Dann sind die nämlich schon sicher. Falls da nämlich was schief gehen sollte, kann ich mit der letzten Tasche einfach direkt zum Auto rennen. Ich habe ja auch immer noch 2 ECMs. So. Zack. So, perfekt. Haben wir jetzt schon mal 11 Taschen weg. So. Na komm. Schangelön. So, dann können wir jetzt eigentlich hier draußen nochmal rumlaufen. Hey. Oder auch nicht. Warte mal, jetzt kurz überlegen, wie waren die Hallen nochmal verknüpft? Dann gehe ich mal hier rum. Okay, wir versuchen jetzt noch die Rüstung zu holen. Aber falls das nicht klappt. Hoppla, falsch rum. Ich habe jetzt gerade auf dem zweiten Desktop geguckt, was ich alles so für den Heist schon gemacht habe. Den habe ich schon mal auf Todeslust gemacht, auf Deathwish gemacht und auf One Down gemacht. Und ein paar Achievements habe ich da geholt. Ja. So, Escape Available, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, hier nur mal eine Murky-Wache. Die hat keine Keycard.
No problems, except maybe I shouldn't have had that hot dog. Let me just get back to you on that. Okay, that's... 2 Pager habe ich jetzt schon, 2 darf ich noch. Ich weiß, früher war das so, aber ich weiß nicht, ob ich denke, aber die haben es inzwischen auch schon gefixt, dass die Wachen irgendwann fest angefangen haben, sich festzulaufen, dass sie irgendwann stecken geblieben sind. Ne, hier ist auch keiner. Auch keine Keycard. I'm bored out of my mind, but otherwise fine. You could send down a few beers. Okay. Hey. Ich darf gar keinen Alarm mehr auslösen, kann keinen Pager mehr beantworten. Toll. Naja. Super, dich hätte ich unten gebraucht, Junge. Na, ich würde sagen, dann checke ich jetzt out hier. Zeit zu gehen. Nehmen wir die Tasche Koks noch mit. So, ja, 17 Minuten, das reicht auch für den Heist. Eigentlich nur einen kurzen machen. So, einmal dran. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Great Bitches. Work. Professional work. Jo, das war der Shadow Red of Mayhem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Payday 2. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.